Heute gibt es ein weiteres Beton-DIY, was mich vor ein paar Herausforderungen gestellt hat, weil es gar nicht so einfach war, aber es hat letztendlich alles geklappt und ich bin super happy, wie es geworden ist. Ich finde, dieser Beton-Globus ist eine so coole Geschenkidee, weil es einmal so diesen rustikalen Beton-Charme hat und zum anderen einfach auch für dieses freie Reisen, ja, die Welt bereisen, die ganze Welt in unseren Händen steht. Und deswegen ist es eine richtig coole Sache für die Freundin, für die Eltern, für wen auch immer. Also macht es gerne nach und verschenkt es an eure Liebsten. Zuallererst ganz kurz für alle, die bei diesem Gewinnspiel zu den Paketen mitgemacht haben. Die müssen unbedingt mal in die Infos gucken oder auch Leute, die ein X17-Notizbuch kaufen wollen. Aber jetzt geht's los mit dem richtigen DIY. Und zwar habe ich als Schablone im Prinzip eine dieser Plastikkugeln genommen. Die findet ihr im Bastelbedarf. Und es gibt die auch schon mit vorgefertigtem Loch drin. Leider hatte ich so eine nicht und habe deswegen ein Loch dort selber reingeschmolzen. Das war ein bisschen aufwendiger als gedacht, ging auch. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch eine Kugel mit Loch kauft, falls ihr euch eh eine neue Kugel kauft. Dann müsst ihr sie einmal zusammenkleben, dass es einmal gut hält, bevor ihr dann Öl reinfüllt, um das Ganze von innen einmal einzuölen. Das ist einfach wichtig, damit am Ende sich das alles wieder gut rauslöst. Und dann nehmt ihr die untere Schale quasi, also die ohne Loch, und füllt da den Beton ein. Wie ihr den Beton anmischt, das erkläre ich euch in einem anderen Video, das verlinke ich euch hier oben mal. Und dann türmt ihr das so weit auf, bis wirklich alles runterpurzeln würde, also dass ihr schon mal so viel Beton wie möglich da drin habt, und schließt es dann mit der anderen Hälfte und klebt das auch nochmal gut zusammen. Und dann müsst ihr durch das kleine Loch den Rest auffüllen. Und das ist wirklich ein bisschen friemelig, hat auch relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Wichtig ist, dass ihr es immer wieder mal schüttelt, dass es alles wirklich gleichmäßig und voll wird. Und dann müsst ihr es trocknen lassen. Ich habe wirklich über eine Woche trocknen lassen, ich glaube sogar länger. Also lasst euch da ganz viel Zeit und dann könnt ihr die Schalen vorsichtig von der Kugel lösen. Und das hat bei mir erstaunlich gut funktioniert. Mir ist dann aufgefallen, dass ich glaube, meinen Beton nicht so gut gemischt habe. Deswegen hatte ich noch an manchen Stellen so ein bisschen ein sandigen Gefühl, aber im Prinzip bin ich schon ganz happy, wie es geworden ist. Und dann müsst ihr diese Vorlagen für Globusse ausdrucken. Die könnt ihr euch einfach ergoogeln, das findet ihr sofort in der Google-Suche. Und es ist wichtig, dass diese Länge der Umfang von eurer Kugel ist. Also messt euren Umfang am besten vorher einmal aus. Das könnt ihr auch an dieser einen Linie erkennen, die durch die zwei Kugelhälften entsteht. Und dann geht ihr in die Google-Suche, sucht euch diese Vorlage raus, druckt das in der richtigen Größe aus. Und wenn ihr die dann da oben, wie ihr sehen könnt, so zusammenfasst, entstehen zwei Halbkugeln, die wir genau in der richtigen Größe dann haben. Kontrolliert auf jeden Fall nochmal, dass die Größe auch wirklich so passt. Und dann könnt ihr das mit beiden Hälften machen. Und damit wir damit vernünftig weiterarbeiten können, habe ich dann von innen noch ein bisschen Tesafilm gegengeklebt, damit es stabiler wird, weil wir dann im nächsten Schritt die großen Kontinente ausgeschnitten haben. Einfach damit ich das dann so durchzeichnen kann mit einem Bleistift. Das war für mich jetzt so die beste Variante, damit ich einfach eine grobe Struktur habe, dass es einigermaßen alles hinkommt. Ich habe auch nicht alles wirklich ausgeschnitten, sondern teilweise nur so einen Schnitt reingemacht an der Kante, die ich nachzeichnen möchte. Einfach so zur Orientierung. Ihr könnt euch aber wirklich ganz frei wählen, wie genau ihr das haben möchtet. Ich habe dann auch viele Inseln so per Hand einfach abgezeichnet, aber da ich quasi schon die großen Kontinente zur Orientierung hatte, ging das dann relativ einfach. Und ja, ich hatte auch nicht den Anspruch, dass alles 100% richtig ist. Und dann habe ich das Ganze einfach mit Acrylfarbe angemalt und das hat total gut funktioniert. Ihr könnt da auch eine andere Farbe nehmen, irgendwie Kupfer oder Schwarz, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich habe nur eine Schicht jetzt genommen. Ich glaube, eine zweite Schicht wäre auch nicht schlecht. Also an manchen Stellen könnte eine zweite Schicht echt noch gut sein. Aber so bin ich jetzt erstmal
super zufrieden, wie mein Globus geworden ist. Und ich finde es eine wirklich schöne Idee, auch als Geschenk oder als eigene Deko. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich bin echt happy, wie es ja am Ende geworden ist, weil ich zwischendurch wirklich dachte, ich kriege das absolut nicht mehr hin und muss das ganze Projekt leider in den Sand setzen. Aber es hat am Ende geklappt und darüber bin ich echt glücklich. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, was man so aus Beton machen könnte, schreibt mir das liebend gerne in die Kommentare. Das fände ich richtig cool, mal so von euch zu hören, was ihr so aus Beton vielleicht gerne mal machen würdet. Und ansonsten verlinke ich euch hier noch weitere Beton-DIYs oder auch DIYs zur Weihnachtszeit. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Basteln, beim Kreativwerden und genießt die gemütliche Jahreszeit und lasst es euch gut gehen. Tschüss!